Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, wir fahren weiter mit Heu, ne? Zum globalen Markt. Wir haben mal einen Autodrive und ich werde jetzt gleich weiterfahren. Stroh von Feld Nr. 12 und später von Feld Nr. 41. Ist ein bisschen laut. Und da muss viel aufgeräumt werden, ja, oder? Das ist das nächste Problem. Das Problem, wir haben ja Zeit. Globaler Markt aktiviert. Schauen wir gleich. Ein bisschen beeilen, weil vielleicht kommt der. Aber wenn man Heu aufladen hat, dauert noch ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das all die so lassen. Obwohl ich kurz Pause gemacht habe. Ja. Mal kurz nachdenken, ne? Ja, das ist aktiviert. Musste kurz überlegen. Reifen für die Rente, ne? Urlaub haben wir ja schon. Ja, ein paar Bahnen liegen ja noch hier. Aber das schaffen wir heute auch noch. Ich überlege, ob ich noch einen zweiten Anhänger kaufe, hier eine Kupplung anmache. Aber auf Dauer mit zwei Anhängern zu fahren, auch ein bisschen blöd, ne? Aber mal sehen. Für später mal. Könnt ihr mir auch vorstellen, einen anderen Quaderfresser zu kaufen? Dann brauche ich mit diesen Easy Allroad Hänger nicht. Aber mal sehen. Ob es noch irgendwann Probleme geben würde, weiß ich gar nicht genau. Noch gab es ja keine. Und daher ist es erstmal egal, ne? Können wir mal lassen. Wenn es läuft. Ich habe den Log noch nicht geschaut. Aber Eros hatte ich letztes Mal auch nicht gehabt, sondern nur normale Warnings halt. Ne? Also das hängt eher mit der Maus zusammen, die Warnings, was ich gesehen habe. Wahrscheinlich so viele Tasten und Steuerungen dran, ne? Also das kann eher sein. Weil nur vier Geräte rangehen und die Maus Nummer 5, ne? Weil die Maus ja an sich auch viele Tasten hat. Ne? Da wurde ich mal stark. Ob so ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ein paar Wahlen sind hier noch, aber nicht mehr viele. Auf 41 noch mehr. Viel mehr. Aber die Homo gleich. Voll. Mit Rundballen hätten wir hier noch 72 geschafft. Ja, gut. Ist ja auch ein bisschen getrickst, ne? Also. Fahren wir von vorne ran. Blocking. Das hat echt Probleme. Du wirst doch eigentlich normalerweise weit weiterfahren, ne? Nicht so schlimm. Naja. Den Punkt bin ich richtig erwischt oder sowas, ne? Keine Ahnung, ne? Dann müsste ich mir erstmal vorbeifahren lassen.
Oder der muss warten. Wir haben Vorrang. Wir laden kurz ab. Und wieder weg. Ein paar Ballen haben wir noch. Dann sind wir hier auch weg. Dann fahren wir auf die 41. Ui. Ob er die große Runde fährt? Das soll es ja eigentlich nicht sein, ne? Ja, Schatten sieht man die fast gar nicht mehr, ne? Ja, wenn mal ein oder zwei liegen bleiben würden, wäre auch egal, ne? So, denk mal, jetzt haben wir hier alle. Denk ich mal. Schaut mal vorne mal ganz kurz. Feldanfang. Und dann sehen wir weiter. Da hat sich einer versteckt. Ja. Er fährt die große Runde mit, muss er das komisch eingefahren haben. Gut, dann haben wir jetzt alle hier. Dann haben wir die wieder ab. Und dann geht's zu Feld Nummer 41. Der schwebende Balken. Ein bisschen weiter ran an den Abladepunkt. Die muss ich aufladen. Gibt Probleme. Haben wir es. Jetzt geht es zum Feld um 41. Kein Gegenwerk hier kommt. Das habe ich mich geahnt. Jetzt gibt es ja die automatische Tierfütterung für Kühe. Aber ich glaube, der Stall ist hier nicht geeignet. Wäre auch nicht so schlimm, ne? Ich muss so irgendwann mal die Kühe umstallen, alle in den großen Stall rein. Beim Umzug entsprechend dann, ja. Rübernehmen kann, ne? Da habe ich auch nicht probiert. Muss ich mal Gelegenheit die Woche machen. So. Mittwoch, Donnerstag testen mal. Ich denke mal, wir können auf 5 einstellen, weil Stroh wir auch morgen machen können. Dass wir die Nacht erreichen und dass wir um 10 Uhr, wenn dunkel wird, sobald zu Bett kommen, ne? Im Spiel hier, ne? So ja nicht, aber heute kann er ja immer fleißig fahren, wenn er komische Runden fährt, aber
Irgendwann wird er schon mal ordentlich fahren. Ja, rechts. Aber wir haben jetzt genug Stroh, wir haben jetzt 2 Millionen Liter Stroh. Das, mit dem wir noch zukommen, oder haben wir noch mehr Stroh. Das ist reichlich, ja, sehr viel. Da können wir aber hier auch noch ballen. Ne, sieht nur so aus, ne? Das sieht aus wie Rundballen, ne? Ach, das ist auch noch. Wir haben noch Rundballen. Naja, dann mal froh geschafft, ne? Wenn wir einen Rundballen haben, dann haben wir ja was zu tun. Oh. Dann können wir noch fahren, du. Den lieben langen Tag. Anführungszeichen. Und die ganze Nacht. Aber beim Baum muss schlafen gehen, ne? Der Ring ist nicht vorhergesagt. Aktuell jedenfalls nicht. Aber was noch nicht ist, kann auch werden. Und viele Fahrzeuge, die wir noch zurückfahren müssen. Oder zurückfahren lassen, sag mal so. Voll. Ja. Auf zum globalen Markt. Ja, da werde ich mal längerfristig auf Lossammeln spezialisieren. Weil der globale Markt ist ja nicht woanders. Zwar bei Lidl da oben, weit weg. Und da werde ich mit Strohballen nicht zurechtkommen, da wird zu lange dauern. Ne? Quaderballen noch länger als. Naja, war viel zu früh. Na gut, da müssen wir 2 Hänger nehmen. Ne? Geht ja auch zu Not. Jo, Sommer. Wo ich gestern gefahren bin, habe ich auch viele Unfall. Ja, haben wir Glück gehabt. Normalerweise dauert es aber immer länger. Unfall. Oh, seid ihr gelegen, ne? Gute Nacht. LKW-Fahrer wollte auch mal schlafen, ne? Das ist der Hammer. Schlafmütze. Schnell gefahren. LKW kaputt? Ja, 30%. War noch schnell genug. Umfallen. War er gerade. Steht immer noch. Oder wieder. Oh, willkommen. Dann machen wir Platz, ne? Der soll auch mal arbeiten dürfen, also nicht nur mal ich. Ich sehe gerade, also bin ich. Ich wollte gerade sagen, wieso weiß. Für das Stroh, Heu. Das habe ich durcheinander gebracht. Schlecht.
habe ihn geschubst vom Punkt weg und dann ist er aufgehört mit der Arbeit, ne? Kann ja auch nicht sein, ne? Naja. Intelligenz. KI kann nicht weiterdenken. Aber ist halt so. Tschüss. Jetzt kommt Stroh. Viel Stroh. So. So. Jetzt fahren wir ganz kurz hier ran. Abladen. Und dann gehen wir ins Bett, ne? Und dann gehen wir zum Aufstehen. Kommt eine neue Folge. So. Aber jetzt abladen. So. B. Gut. Aber möglichst so hinstellen, dass wir nicht im Weg stehen, ne? So. Vor der Haustür geparkt. So, liebe Schauer. Das soll's auch für heute gewesen sein. Morgen geht's weiter. Ocean Hall Stuff im Winter. Ich gehe jetzt zu Bett. Ich sag mal auch tschüss. Und ciao, ciao. Da war er sich festgelaufen. Tja. Morgen geht's weiter. Acht Stunden schlafen reicht normalerweise. Da müssen wir morgen erstmal nur Tiere kümmern. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, ja genau. Bis morgen und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Nur kurz die Preise gesehen. BGH.